Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich habe schon mal alles wieder eingelagert, ne? Wir sind wieder auf 84 Gewicht runter und die Dead Eye ist jetzt neues Mitglied in meiner Hauptwaffenarmee. Wir haben jetzt die Dead Eye, die Hard Target, die XM und die One Inch. Eigentlich heißt sie Beowulf, aber ich nehme sie immer One Inch. Ja, die hat die Regulator jetzt abgelöst, ja. Der hat ein bisschen weniger Damage gemacht als die hier. Und, ja. Ich fand die einfach geil vom Design her und... Ja, jetzt müssen wir, brauchen wir halt nur ein bisschen mehr Munition. Das ist aber kein Problem. Die 7,5er kriegt man eigentlich relativ gut. Und von den Stats her war die halt besser, bis auf dass die Regulator 22er Feuerrate hatte. Aber ganz ehrlich... 22 zu 15 ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Und präzisionstechnisch ist die auch viel besser noch. Aber okay. Erstmal würde ich sagen, gucken wir, dass wir ein paar Upgrades noch machen. Wir könnten natürlich das Gewehrzertifikat erhöhen. Ah, okay, ballistische Waffen. Okay, da wir keine Energie- und EM-Waffen haben, ist das eigentlich egal. Genau, und das hier eigentlich auch nicht. Also die drei sind uninteressant, weil ich bin eigentlich ballistische Waffen ist schon gut so. Ja, hier brauchen wir leider noch zwei Pistolen mehr Damage. 25 ist natürlich auch geil. Oder halt Gewehr wäre natürlich auch schön. Ja, hier ist irgendwie so gar nichts gemacht, weil ich auch einfach gar keinen Plan habe, so ob sich das lohnt. Ja, ich bin mir da überhaupt nicht sicher, was ich hier wählen soll. Es wäre irgendwie cool, den Scanner noch zu erweitern hier auf 40. Aber das finde ich halt auch geil. Kannst auf der Oberfläche von Planeten und Monden seltene organische Ressourcen entdecken. Wenn du im All Schiffen bewegst, erhältst du Informationen über diese. Ist nicht das war das, genau das hier. Kannst die Monde des aktuellen Planeten scannen. Es besteht eine 10% Chance, beim Scannen eine Eigenschaft zu entdecken. Ja. Das ist eigentlich... Kannst verbesserte Außenpostenmodule bauen und dann zusätzliche Module erforschen. Natürlich auch gut, ne? Also Astrophysik wäre so eine Sache... Würde ich schon gern machen. Und halt hier natürlich Rang 3. Stelle 5 Anzug, Helm oder Rucksack zum Mods her. Ach so. Ja... Könnte man natürlich auch machen. Oder halt nochmal als Schildsysteme gehen, dass wir wirklich auf 60 gehen. Zielsteuerung ist auch uninteressant. Fliegen können wir nicht. Ballistische Waffensysteme. Das bringt mir leider gar nichts, weil ich hier extrem auf Energiewaffensysteme bin. Wäre natürlich auch gut. Schiffsraketen verursachen mehr Schaden. EM-Bordwaffen. Du boostest. Automatische Bordwaffen. Schiffssysteme werden 10% schneller repariert. Wäre eigentlich auch geil. Dass das gesamte System repariert wird, lul. Ja. Es gibt hier halt so Sachen, die... Boah, das wäre eigentlich auch geil, ne? Mehr Sauerstoff. Leben interessiert mich gar nicht. Aber mehr Sauerstoff. Sprinten und Kraftangriffe wollen weniger, okay. 10%. Ich weiß halt nicht, ob das viel ist. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Physische Schaden reduzieren ist eigentlich auch interessant. Ist auch interessant, aber... Das hier ist halt das, was ich meine. Genau. Ganz natürlich von Infektionen zu genesen. Oder ganz natürlich von Verletzungen. So, die zwei hätte ich später gerne. Tarnung. Brauchen wir aber noch 4. Klar, wir können natürlich auf das Schleichen gehen. 20% mehr Damage. Und ja, wir werden halt super wenig gesehen. Dadurch könnten wir halt den Chamäleon-Helm, den wir haben, weglassen. Theoretisch, ne?
Hier ist halt so überhaupt nichts, was interessant ist irgendwie. Ich glaube, ich gehe vielleicht auf eins von denen hier wieder, damit wir das hier unten freischalten. Weil ich weiß nicht, was hier unten noch hinkommt. Generell 10% mehr Schaden mit ballistischen Waffen. Wir gehen mal da drauf. Das ist doch perfekt. 10% auf alle ballistischen Waffen. Sollte man wahrscheinlich direkt zu Anfang eigentlich holen, aber mir ist das relativ egal. So. Hey, wir sind zurück. Unser neues Familienmitglied hat uns gerettet. Ist jemand verletzt? Du hast Cora aber nicht das Artefakt anfassen lassen, oder? Wir wissen nicht, welchen Effekt es auf Kinder hat. Entspann dich, alles gut. Also dann, stellen wir das Artefakt seinen Geschwistern vor. Was genau erschaffen wir hier? Es sondert keine Frequenz und kein Signal ab. Das hat nichts zu sagen. Das Ding könnte etwas ausstrahlen, das wir gar nicht messen können. Vielleicht bauen wir auch eine riesige Bombe, die explodiert, sobald sie fertig ist. Vielleicht ist es ein interstellares Kinderspielzeug. Was sollte dann das mit den Visionen und der Musik, die der Entdecker erlebt? Es ist eine Botschaft, ganz sicher. Hoffentlich finden wir es heraus, wenn wir noch mehr Teile finden. Absolut. Um nach vorne zu kommen, muss man manchmal im Dunkeln tappen. Ich glaube, Cora und ich brauchen mal eine kleine Pause. Aber sag Bescheid, wenn du mal wieder kooperieren willst. Ach, und weil es immer mal wieder Thema ist, mich und meine kleine Co-Pilotin gibt es nur als Team. Wenn ich auf dein Schiff komme, ist Cora auch dabei. Ebenso. Du weißt, wo du uns findest. Er hat gesagt, er braucht eine Pause. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Hallo! Ah, du willst also als nächstes mir Mission auf Mission zu? Zugegeben, du hast mich überrascht. Ich dachte, du verschwindest, sobald du hast, was du willst, aber ich lag falsch. Ich plane eine kleine Soiree. Aha, okay. Es geht um ein Artefakt, das wir kaufen werden. Ganz einfach. Okay. Der Verkäufer ist ein Freelancer in Neon. Das heißt, höchstwahrscheinlich wurde das Artefakt irgendjemandem gestohlen. Wir sollten bei der Verhandlung etwas mehr Präsenz zeigen. Und da kommst du ins Spiel. Ich verstehe, was du meinst. Dann wäre das abgemacht. Wir müssen in der Stadt vorher bloß noch ein paar Leute besuchen. Hinterher gebe ich dir einen aus. Das wird ein Kinderspiel, versprochen. Du musst mich bloß nach Neon bringen. Ja, mach ich. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Sofort, weil dann, Dann auf ins Woli-System. Oh, ich bin schon aufgeregt. Weil wir haben ja Sarah gerade abgegeben, sag ich mal. Und nach Sam kann jetzt... Wie kann ich helfen? Er mal. Ich habe mir schon gedacht, dass man mit allen Mitgliedern wahrscheinlich mal auf Tour geht. Walter Stroud. Reise nach Neon. Gut, ich würde, glaube ich, erst die Mission machen, damit Emma weg ist. Diese Emma Wilcox. Deswegen, Geld macht's möglich, ja. Die Pflicht ruft, ja. Und ich würde natürlich auch gern noch... dahin würde ich gern noch zurück. Die Bank sprengen. Das ist so, da würde ich echt gerne. Oder auch hier, Ryujin, würde ich auch gerne mal machen. Was ist das denn? Achso, Kraft aus dem Jenseits. Guter Wolf, Kraft aus dem Jenseits, hä? Er wirbt die Kraft auf. Oh, weil ich da schon offscreen war, habe ich die Mission dazu bekommen, ne? Ja, okay. Das hier müssen wir auch unbedingt mal machen, ne? Sprich mit, bla 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 bla. So, weißt du, das ist komplett einfach viel zu viel. Ja, dann machen wir doch das hier zuerst, oder? Das ist doch cool. Weil ich war hier schon, glaube ich, weil hier
Oder? Sprung wäre auch gut. Weil ich halt nach Anomalien und sowas gesucht. Also nicht nach Anomalien speziell, sondern nach generell. Weil ich hier Analysen gemacht habe und so. Scanner-Anomalie. Ja, komm, let's go, oder? Wenn das noch zwei Tempel sind, dann gönnen wir uns die doch. Dass sie ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Ich würde sagen, das ist die Anomalie. Ich muss erstmal hier scannen, ne? Bevor wir irgendwas machen. So, da ist noch Benzol. Das scannen wir auch noch. So. Habe ich schon mal 4 von 7 Ressourcen erkundet. So, wir gehen aber noch zu der Anomalie auf jeden Fall. Leon, hey! Da wollten wir doch hinfliegen, ne? Schade, ich wollte eigentlich das Leon mitnehmen. Hat nicht funktioniert. So, Ressourcen abgeschlossen. Easy. Anomalie? Ich finde es auch schön, dass es hier wieder eine normale Schwerkraft gibt. Oder eine, ja, ein bisschen weniger Schwerkraft. Ich finde das eigentlich cool, wenn man so durch die Luft ein bisschen so gleitet. So, Gravitationsanomalie. Ich hole aber noch den Loot, den es hier gibt. Iridium und Eisen, ja, war jetzt nicht so geil. So. Also in die Richtung. Ja. Okay. Ach, da ist er ja auch, der Tempel. Jetzt wissen ja wir ja, wie es aussieht. Aber hier sind tatsächlich keine Gegner, ne? Ist einfach nur tot. Ich gönne mir mal eine Hilfsmittel. Nutze ich mittlerweile sehr gerne das Amp. Weil du einfach damit viel schneller bist. Und die Sprunghöhe ist natürlich höher. Auf einem Planeten mit wenig Schwerkraft ist das schon extrem geil. Und die CO2-Regeneration, ne? Ist halt extrem gut auch. Wenn du dann einfach in der Luft regeneriert sich das CO2 ja wieder. Und dann, ne, kannst du quasi unendlich rennen. War auch eine Anomalie. Tempel Beta. Es dreht sich sogar da oben. Ich bin mal gespannt, wie viele Tempel es so insgesamt gibt. Denn dieses Tor, das erinnert mich so hart an Skyrim, ne? Auch wenn es eigentlich nicht so viel damit zu tun hat. Oh, 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 oh. Wie sie angeflogen kommt. Eigentlich hat die gar nichts damit zu tun, ne? Hallo. Hey.
Ich war zu langsam. Hä? Wo ist es? Alter, boah. Hä, das ist voll schwer. Ich kann nicht steuern. Hä? Alter. Also diese Gravity ist so scheiße hier. Ich kann hier nichts machen. Jetzt aber. Ich war drin. Okay, jetzt haben wir es. Alter. Das sieht aber so geil aus, ne? Das sieht so crazy aus. Nice. So. 153 Apps. Apps haben wir bekommen. Gut. Was haben wir jetzt als neue Craft? Wir haben das Antigravitationsfeld erzeugt im Bereich sehr, sehr niedriger Schwerkraft und werden Zeuge der wahren Kraft des Planeten. Setzt einen Stoß an Schwerkraft frei, der stark genug ist, um alles und jeden wegzukatapultieren. Das finde ich eigentlich gar nicht so kacke. Finde ich eigentlich cooler. Komm, wir machen mal. LOL! Wo's? Rotar! Oder? Ne? Könnte doch eigentlich voll passen. Wir haben einfach Wuss Rotar gelernt. Es war so geil damals in Skyrim. Oh, da erinnere ich mich noch gerade dran. Wenn man Wuss gelernt hat und dann Wuss Raw, ne? War schon geil. Aber als man dann endlich das da gelernt hat, ja, also den dritten Spruch, das war so der geilste Moment, einfach wo man das dann zum ersten Mal benutzt hat. Wuss Rotar! Weil man hatte immer die Krieger, die haben den ja auch benutzt, diese Königskrieger, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Diese Starken da. Die haben den auch schon immer benutzt. Und die haben ja auch immer Wuss Rotar! Ah, das war so cool. Okay, ja. Kraft aus dem Jenseits, was? Antarum. Oh. Warum kriegen wir jetzt so viel? Ja, warum? Also, ich meine, das ist natürlich schön, ne? Warum kann ich keinen Kurs festlegen? Aber Altair 3 war ich schon mal, ne? Ja, da war ich schon mal drauf. Das ist einer der Planeten, wo ich tatsächlich so eine Anomalie gefunden habe, aber ich wusste nicht, was das ist. Und habe dann einfach nur das Kelumit oder wie das heißt, abgebaut. Und habe mir so gar nichts dabei gedacht, einfach, ne? Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Ja, Scanner-Anomalie. Da ist die Anomalie. Da ist die Anomalie. Und diese Anomalie sieht ganz anders aus. Oh, hier sind ganz viele, ey. Okay, denn. Moment mal. Also, eine Sache muss ich mal gerade gucken. Was haben wir hier entdeckt? Was ist das hier? Gravitationsanomalie. Genau. Da bin ich irgendwo mal. Ah, hier bin ich gelandet. Guck da, Landeplatz. Ist der? Okay, Scanner-Anomalie. Ich habe auf jeden Fall auch schon so eine gefunden. Aber ich sehe ja schon. Also, muss ich jetzt da hingehen? Eigentlich nicht, ne? Lohnt sich eigentlich gar nicht. Weil ich ja da den Tempel schon sehe. Also ich sehe halt den Tempel. Ne? Da laufe ich ja nicht zur Anomalie. Gibt es hier noch was für mich zu erkunden eigentlich? Außer den Anomalien, ne? Anomalie. Die Frage ist, ob ich das damals dann auch schon hätte finden können. Diese Tempel. Aber ich wusste ja noch gar nichts davon eigentlich.
Hier ist wieder relativ normale Schwerkraft, ja. Bin gespannt, was wir hier lernen. Kommt man auch irgendwie schnell per Shortcut auf die Kräfte? Nee. Ah, ich liebe es. Ich bin so happy, ne? Mit Starfield mittlerweile. So cool, was hier noch passiert ist. Damit hätte ich halt nie gerechnet, weißt du? Ich bin halt bis Level 38 einfach so durch die Planeten gejuckelt, hab da meine Sachen gemacht, Gegner, Viecher platt gemacht, Sachen gescannt und ja. Aber nie so wirklich fokussiert auf. Ja, also ich habe nicht erwartet, dass tatsächlich noch was da kommt. Deswegen finde ich das extrem geil eigentlich. Lass mich rein, du geiler Tempel Alpha. Welchen Tempel hatten wir? Eta, ne? Oh, 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 wir schweben. So, da ist es. Das war easy. Nur draufhalten, einmal boosten, das reicht. Ja, easy. So crazy aus. Na? Da bist du sprachlos, wa? Eigene Atmosphäre. Wie komme ich da? Gibt's keinen Shortcut dafür? Das heißt, eigene Atmosphäre. Reinster Sauerstoff bahnt sich seinen Weg, um tiefe Atemzüge zu ermöglichen und schädliches Kohlendioxid zu verdrängen. Oh! Oh mein Gott, was? Ich meine, das ist natürlich heftig cool für den Kampf. Leute, hier ist unentdeckter Tempel 5. Ach, das war einer der Haupttempel. Das ist Eta und das ist Alpha. Das waren zwei Haupttempel. Beta ist nur ein Bonus, weil bei Beta ist der Counter nicht runtergegangen. Was heißt den Kraftfeldnamen umschalten? Achso, dann sind die permanent aktiv hier. Ja, das finde ich gut. Oh mein Gott, du kannst einfach eine eigene Atmosphäre schaffen. Sprich mit Vladimir, um einen Tempel zu finden. Wo haben wir das denn? Hier, Kraft aus dem Jenseits Antarum. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Das wird mir halt nicht angezeigt. Ich kann leider nicht. Sprich mit Wladimir. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo Atamum ist. Das könnte der zweite Planet sein, aber ich habe keinen Plan, wo der sein soll. Gibt es vielleicht ein System, was Antarum heißt? Alter, guck dir das mal an, wie viele Planeten es hier gibt. Oder besser gesagt, Systeme, ne? Gibt's irgendwo Antarum? Ich habe leider keinen Plan. Antarum? Ich weiß. Oh Leute, das ist auch einer.
Van Maanens Stern? Was ist das denn für ein Mini-Planet? Ich sehe leider nicht Andromas. Da könnte auch dieser Atromido theoretisch drin sein, aber ich weiß es nicht. Ich war ja auch meistens nur in den benachbarten Dingern hier. Arcturus haben wir hier. Heißt, der ist Schrödinger. 65! Ja, moinsen! Heisenberg! LOL! Hey, wie cool! Als ob es Schrödinger und Heisenberg gibt. Warum wird mir Ixel eigentlich markiert? Ich war doch noch nie da. Sparta? Als ob. Serpentis? Also Schlange? Rutherford? Was? Sehr cool. Ja, ich weiß leider nicht, wo das hier hingehen soll. Mission. Klar, wir könnten mal kurz dahin gehen. Das ist ja eigentlich nicht so weit entfernt, deswegen. Ach, der ist in der Loge jetzt. Nee, der ist im Auge. Der hat was im Auge. Aber wir können gerne noch mit dem reden. Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Kurs beibehalten, ja, hier. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Viel Spaß bei deinem Besuch auf Jamison. Ja, gehe ich aber nicht hin. Ich will nur ins Auge. Andockmanöver vor. Andockmanöver erfolgreich. Das finde ich halt so geil an dieser Station, ne? Alter. Du parkst da einfach und du siehst einfach Erde 2.0 quasi. Und du siehst auch noch die Raumschiffe. Das feiere ich so krass an dieser Station. Boah, ist das geil. Oh, und diese Quality, ne? Wisst ihr noch, als wir damals hier durchgelaufen sind? Und guckt euch mal dieses Raytracing an und überall, ne? Die Lichteffekte. Volumerische Beleuchtung. Alter, ist das crazy, ne? Hä? Medipack nehme ich mit. Oh, es ist echt cool. Boah. Airblock Nummer 1. Grüße, Captain. Traumapack. Der hat wieder hier seine Sachen nachgefüllt. Aber ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal durchzulaufen. Ja, ich muss heute noch einen Satz pumpen. Bin faul geworden. Meine Schulter ist steif. Aha. Hab vergessen, ein paar Gleichungen zu checken. Gehirn kaputt. Werde vergesslich. Zum Glück habe ich das Muster in einem von den Artefakten bemerkt. Hier. Piazza, ja. Entschuldige, habe gerade gerechnet. Willst du Mundwerke tauschen? Streck den Verstand bis zum äußersten Ende. Cool ist das falsche Wort. Herzstoppend ist näher am Kern. Okay. Ich leg die Fehler dann nicht in dein Nest. Wenn man außerhalb von allem bekannten Verständnis der Dinge kampiert, einfach weiter lächeln. Jedenfalls werden wir es gemeinsam herausdüfteln. Artefakte sind Wundervulkane der Überraschung. Dann kauen wir wann anders Worte. Ich mag den, ne? Der ist so geil einfach. Der hat so einen coolen Sprechstil einfach auch. Ich feier das. Was? Waffensystemdiagnose? Ja, lass das mal bei mir. Ich hab zu krasse Waffen. Obwohl das eigentlich nicht stimmt, ne? Ich habe nur 5 von diesen. Von diesen Lasern, die einfach nur absolut krank sind. Und halt noch diese EM und Raketen. Ich weiß aber nicht, ob ich bei diesen Raketen bleiben werde, weil.
Gut, wir hatten dieses Piazza-Dingsbums-Mission noch. Oder Pizza-Mission. Wie heißt es? Ich weiß nicht, wie der Planet heißt. Piazzi, okay. Da könnten wir natürlich noch auf einen weiteren Planeten. Da war ich tatsächlich auch schon. Ne? Oder? Können wir in der nächsten Folge gerne machen. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.